okay, um fortzufahren. Also eigentlich mein Hauptprojekt derzeit. Und wir sitzen hier in einer wunderschönen BBH, also Reihe 1044. Was halt eine 1044 wäre. Was auch herrlich ist, oder? Sind diese roten Eurofima-Waren. Die sind auch herrlich. Beziehungsweise sie waren herrlich, sagen wir mal so. Sind laut Online-Berichte an die Chesky Dahi gegangen. Also eine tschechische Staatsbahn. Aber so viel dazu, dann wollen wir mit abfahren. Thank you.
Simulator und eine Realität zu der Zeit gleichzeitig fahrbar wäre. Sollte man auch nicht mehr Hitze aufnehmen, oder? Die grauen Waggons, also dieser eine hier, also diese Waggons rollen bis heute. Wobei hier auch bereits. Also diese Wagen wären entweder auch an die Český Dráhy abgegeben. Also zumindest habe ich eben welche in Tschechien gesehen, wo auch das tschechische Logo drauf war, oder eben durch einige YouTube-Videos kann man das auch sehr gut widerlegen. Oder einige wären auch laut einem Zeitungsbericht der BB zu Liegewagen umgebaut. Aber hiermit könnte man sagen, geht jetzt in ein paar Jahren in Österreich vermutlich die Ära der Eurofimmerwagen endgültig zu Ende. Also in diesem Sinne als Sitzwagen. Vermutlich in den nächsten Jahren auf jeden Fall. Und ich möchte mich auch generell mal zu dieser Thematik auch äußern. Also ich trauere auf jeden Fall diesen Waggons hier trauere auf jeden Fall ein wenig hinterher. Es war, also die Sitze waren bequem, die Eurofimmer waren die zum Teil auch die Abteile, die sie hatten, waren auch super. Zum Teil Fenster zum Öffnen, wo auch Wagen mitgerollt sind. Und mir wäre auf jeden Fall, wenn die Wagen dann völlig im Nachtzugdienst unterwegs sind, werden sie mir auf jeden Fall fehlen. Aber auf der anderen Seite wiederum, ich bin 21 und liebe einfach total diese alten Wagen. Das ist schon ein wenig erstaunlich. Aber so viel zu meinem Leben.
zwar nachkommen, so nicht von den 160 km/h abheben lassen. Wobei hier eigentlich der Pfeilmarke ist, dass sich normalerweise bei anderen Loks irgendwas bewegt.
fahre ich ja jetzt in diesem Teil ja ziemlich auf meinem Zahn. Falls irgendwie mal eine Bewegung für uns zuschauen sollte, sagt mir bitte die genaue Signalstimme, daher ich diese jetzt gerade nicht weiß, beziehungsweise generell nicht weiß, was diese ganzen Signalstimmen zu bedeuten haben. Würde mich auf jeden Fall interessieren, was das jetzt ist. Was das jetzt genau war, die Höhe der Aufgaben, vielleicht irgendwas, vielleicht Höhe der Bereich. Also würde mich sehr freuen, wenn vielleicht mal ein Mobil-Lokführer oder ein Lokführer mit dem Mobilschirm mal bei mir im Video vorbeischauen würde.
Verdauungsgleis am Bahnhof geleitet, wobei eigentlich das Gleis frei gewesen wäre. Was du, Fahrer, zu? Das kapiere ich jetzt nicht so ganz.
Ja, vielleicht jetzt nicht mit dem solchen Grafik, aber vielleicht beispielsweise eine Grafik ein bisschen mit auf die CD-Lux-Welt dazu und dann vielleicht dafür aber 100 Kilometer Strecke oder etwas mehr als 100 Kilometer. Also quasi so für Fahrspaß. Ich schaue mal kurz auf den Spickzettel hier.
Die Betriebsstelle Semmering meldet, die beiden vor ihnen fahrenden Züge werden ab Payerbach bis Spital auf das rechte Gleis umgeleitet. Versuchen Sie möglichst schnell diese zu überholen. Bedenken Sie dabei auch Ihren fahrplanmäßigen Halt am Bahnhof Semmering. Okay, wir werden es versuchen. Thank you.
Beschleunigung auf 70. Thank you.
habe ich das nicht. Versuche ich pünktlich zu sein.
Schlachten hinbei. Mache ich selber um. Der andere jetzt böse.
paar Kilometer noch mit Zuschlag.
Okay, also wenn ich jetzt in den Lok wäre, ich würde vermutlich jetzt im Zeppelin-Boden landen.
Naja, immerhin sind bis auf weiteres 80 km/h. Und 60, glaube ich, kommen da in 4 Kilometern. Okay, genießen wir mal die Stille hier hinten. Aber echt schön, wie er sich durch den Semmering schlängelt. Herrlich. Okay, und abbremsen auf 60.
dieses etwas sehr spezielle überlange Video gefallen. Und ich hoffe, ich sehe euch entweder beim nächsten Folge von OpenVS oder bei einem anderen Let's Play bzw. Eisenbahn Let's Play wieder. Tschüss.